Das Fraunhofer IKTS als keramische Technologien und Systeme ist das größte Forschungsinstitut für die technische Keramik in Europa und beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Wir entwickeln Pasten, die über Drucktechniken auf Stahlteile verwendet werden können, um Bauteile eindeutig zu identifizieren und damit fälschungssicher zu machen sind. Das sind Phosphate, die aufgedruckt sind und die dann automatisch auch erkannt werden und letztendlich auch einen kleinen Schritt machen Richtung Industrie 4.0. Letztendlich ist Dresden ein Standort mit einer enormen Historie zum Thema der Werkstoffforschung. Und die Fraunhofer Gesellschaft hat schon 1992 dieses Potenzial erkannt und das Institut entwickelt als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Fraunhofer Gesellschaft. Wir sind ein Entwicklungsdienstleister, der die Industrie dabei unterstützt, Ideen und Produkte im Bereich Leichtbau umzusetzen und das Wissen aus der Hochschule möglichst schnell und effizient in den Markt zu transferieren. Wir haben ein völlig revolutionäres, neuartiges Werkstoffsystem hier entwickelt und stellen es diesmal auch vor. Es handelt sich dabei um ein Epoxidharzsystem, was normalerweise bei Raumtemperatur vollkommen flüssig ist. Wir haben dieses Epoxidharzsystem im Prinzip im Reaktionsprozess gestoppt, eingefroren, und es kann hier als Pulver gelagert werden, verarbeitet werden. Und somit können in sehr kurzen Taktzeiten sehr effizient Faserverbundwerkstoffe hergestellt werden. Kupplungswerk Dresden ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Maschinenbauunternehmen mit langer Tradition. Wir konzentrieren uns auf projektspezifische Kupplungslösungen, Antriebslösungen für Kunden in der ganzen Welt. Und konzentrieren uns hauptsächlich auf die Bahntechnik, wo wir ein spezielles Produkt haben, wo wir ein weltweites Patent haben, aber auch auf Industrieanwendungen und dort wieder kundenorientierte Projektlösungen anbieten. Die Motivation kann man, glaube ich, in drei Sachen zusammenfassen. Die erste ist sehen und gesehen werden. Die Hannover Messe bietet uns eine Möglichkeit, uns als mittelständisches Unternehmen zu präsentieren und auch einem größeren Publikum. Der zweite Grund ist auch zu sehen, was macht die Konkurrenz. Sind es Neuerungen, wo wir vielleicht aufpassen müssen? Und der dritte, wesentliche Grund ist, unsere Kunden zu sehen, mit ihnen zu reden, entspannt, wo sie sehen, der Markt sich entwickelt, die Produkte sich entwickelt und frühzeitig nochmal Trends, Tendenzen zu erkennen. Wir sind das älteste schweißtechnische Forschungsinstitut in Chemnitz, wurden 1922 gegründet und befassen uns seither mit den drei Hauptgebieten der Schweißtechnik, der Technologie, der Konstruktion und dem Werkstoff. Unsere Motivation auf der Hannover Messe unsere Ergebnisse darzustellen war, einfach aus dem Forschungsbereich herauszugehen, an die Industrie, an sie heranzutreten, zu zeigen, was für Möglichkeiten gibt es neben den klassischen Technologien noch und quasi hier unsere Ergebnisse zu präsentieren. Wir haben uns hier darauf fokussiert, Metall-Kunststoff-Verbindungen zu zeigen, welche Möglichkeiten, welche Technologien gibt es zwischen den Faserverstärkten oder klassischen Kunststoffen eine Verbindung zum Metall herzustellen. Wir beschäftigen uns mit allen Themen, die den Leichtbau tangieren, das heißt neuartige Werkstoffe, Werkstoffkombinationen, dementsprechend neuartige Fertigungsverfahren. Und wir decken dort das ganze Spektrum ab, wie gesagt, von der Prozessentwicklung über Werkstoffcharakterisierung bis hin zu Prüfverfahren und Simulationsthemen.
Also die Forschungslandschaft in Dresden ist in Deutschland auf jeden Fall einzigartig. Wir haben eine große Vielfalt an Forschungseinrichtungen und auch Unternehmen, die sich mit Themen aus dem Bereich Material und Prozessentwicklung befassen. Das sind eine Vielzahl von Fraunhofer-Instituten. Das ist natürlich die große TU Dresden mit vielen Instituten, die in diesem Bereich tätig sind. Und dort hat sich ein sehr enges Netzwerk entwickelt, in dem sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet wird. Und da können wir sozusagen aus dem Vollen schöpfen und sind in Dresden, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt, auch für die Zukunft.